Einen schönen guten Abend Ihnen allen und einen sehr herzlichen Dank an das Belvedere für die Ausrichtung dieser themenreichen und wirklich super interessanten Konferenz. Ich möchte in unserer Präsentation mit dem zugegebenermaßen sehr sperrigen Titel eine Entwicklung des ZKMs vorstellen, die ursprünglich in dieser Größe nicht geplant gewesen war, sondern im Laufe der Zeit mit den Ideen und Wünschen aus dem Museum gewachsen ist. Es handelt sich um ein LIDAR-System zur Ortung von Besucherinnen im Ausstellungsraum. LIDAR funktioniert ähnlich wie Radar. Radar ist die Abkürzung für Radio Detection and Ranging. LIDAR steht für Light Detection and Ranging. Es handelt sich also um so etwas wie Radar, bloß mit Licht. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück und komme so ein bisschen auf die Historie, wie sich das Ganze entwickelt hat im Museum. Wir sind das ZKM, Zentrum für Kunst und Medien. Bei uns werden sehr viele interaktive Arbeiten und Videoarbeiten und so weiter gezeigt. Und dort werden traditionell Taster, Schalter, Knöpfe, Bewegungsmelder und Ähnliches verwendet, um Interaktion mit Werken von Besuchern zu realisieren. Ab 2020 musste wegen Corona alle Interaktion hygienisch, also kontaktlos sein. Und das technische Team, wozu der Marc gehört, des Museums, testete verschiedene Technologien, um die Anwesenheit von Personen zu erkennen. Kameras, KI-gestützt, Ultraschall, Radar, Bewegungsmelder und eben LIDAR-Sensoren haben sie ausprobiert. 2020 verwendete die Museumstechnik hier LIDAR-Sensoren schon in der Ausstellung Writing the History of the Future und Critical Zones, um die Anwesenheit von Personen vor einem Bildschirm zu erkennen und dann auf dem Bildschirm ein Video zu starten. Das läuft also nicht die ganze Zeit durch, sondern wird gestartet, wenn tatsächlich sich jemand davor befindet, sodass man das von Anfang an sieht. 2022 stellten Marc und Daniel Heiß die Sensoren ZKM Intent vor und ich begann mich dann für die Sensoren als Benutzerinterface für eigene Arbeiten zu interessieren und daraus wuchs dann, Marc hat mich immer vor sich hergetrieben, das LIDAR-basierte System, das ich hier vorstellen möchte. Inzwischen haben wir sehr viel kleinere, günstigere Sensoren gefunden. Die sind so knapp 4 Zentimeter kubisch und haben auch Gehäuse und Anbringungen für verschiedene Raumsituationen entwickelt. Wie funktioniert ein LIDAR-Sensor? Im Gehäuse befindet sich ein schwacher Infrarotlaser, dessen Licht nicht sichtbar ist und ungefährlich für das Auge. Er dreht sich mit 10 Hertz im Kreis und sendet dabei Laserstrahlen aus. Mit Hilfe der Laufzeit eines von einem Objekt reflektierenden Lichtstrahls kann die Entfernung zum Objekt berechnet werden. Man sieht, dass der ganze Raum hier erkannt wird, aber scannt man einen Raum vorher ein, so können alle statischen Objekte von beweglichen Objekten unterschieden werden. Das sieht man hier ganz gut. Ich hoffe, das kommt im Video auch rüber. Das sieht man ganz gut, dass das Objekt getrennt wird. Wenn man jetzt viele dieser Sensoren im Raum verteilt oder über mehrere Räume und ihre Position kennt, die der Sensoren, dann kann man die Bewegung von Menschen im Raum verfolgen. Und man sieht das hier, dass es auch über mehrere Räume hinweg ziemlich gut funktioniert. Das System erlaubt es auch, visuell bestimmte Bereiche zu markieren, also Flächen zu definieren, in denen etwas passieren soll. Das sind hier diese gestrichelten Rechtecke, in denen kann etwas dann getriggert werden. Wir haben das System zu Testzwecken im letzten Herbst, also 22 haben wir angefangen, für eine Woche in der Ausstellung des Videokünstlers John Sanborn im ZKM hier installiert mit 36 LIDAR-Sensoren auf einer Fläche von 850 Quadratmetern. Und seit März ist das System im Produktivbetrieb in der Ausstellung Renaissance 3.0 mit 53 Sensoren auf einer Fläche von ca. 1400 Quadratmetern. Im September haben wir es mit 10 LIDAR-Sensoren in reduzierter Funktionalität in der Ausstellung MAG am ZKM installiert. Hier sind 2 Abbildungen aus der Ausstellung von John Sanborn. Die Wände waren dunkelgrau gestrichen, das waren alles Videos. Und die LIDAR-Sensoren, die befinden sich hier, die sind dort überhaupt nicht aufgefallen. In der aktuell laufenden Ausstellung Renaissance 3.0 sind die Sensoren, diese schwarzen Sensoren, etwas besser an den Wänden erkennbar. Hier sind gleich insgesamt 7 Sensoren. In der Mitte der Kubus, da sind 4 Sensoren.
noch installiert. Aber insgesamt hat sich herausgestellt, dass die Befürchtung der Kuratoren nicht so richtig eingetroffen hat. Die Sensoren, die verschwinden in der Ausstellung und werden von den Besuchern irgendwann gar nicht mehr so aktiv wahrgenommen. Hier befindet sich links unten in der Vitrine ein Sensor. Und in der kürzlich eröffneten Ausstellung von Heinz Mack haben wir weiße Gehäuse gefertigt. Die werden alle im 3D-Druck im Haus selber angefertigt und die fallen auf den weißen Wänden fast gar nicht mehr auf. Was machen wir damit? Zum einen können die Positionen der Besucherinnen in Echtzeit in interaktiven Werken verwendet werden. Im hier dargestellten Wissensfeld wählen die Besucherinnen über auf den Boden projizierte Schlüsselbegriffe Themen aus, die mit der Ausstellung zu tun haben. Und sie bekommen dann zusätzliche Informationen auf LED-Wänden angezeigt. Sieg 2 ist eine mechanische Arbeit mit mehreren Motoren von Lutz Dambeck. Die Motoren werden nur dann eingeschaltet, wenn sich Besucherinnen in der Nähe, also in einem bestimmten definierten Bereich befinden, um so das Material des Werkes zu schonen. Das Gleiche passiert mit dem mechanischen Ballett von Heinz Mack in seiner Solo-Ausstellung. Hier war eine Vorgabe der Restauratoren, dass die Arbeit, eine mechanische Arbeit, bei der sich ganz viele Spiegel drehen, nicht länger als 4 Stunden pro Tag eingeschaltet sein sollten. Das haben wir so gelöst, dass wir jeder Viertelstunde ein Zeitbudget von 7 Minuten zugeordnet haben. Wenn sich Besucherinnen dann in bestimmten Bereichen um das Werk herum befinden, läuft die Mechanik, solange das Zeitbudget das eben noch zulässt für diese Viertelstunde. Den Besuchern wird das auf einem Monitor signalisiert. Dort wird angezeigt, wie viel Zeit noch zur Verfügung steht oder wie, in welcher Zeit das Werk wieder eingeschaltet wird. In der gleichen Ausstellung, also Heinz Mack, gibt es mehrere Räume mit mechanischen und auch mit Lichtwerken. Die Räume werden teilweise komplett geschaltet, je nachdem, wie sich jemand ihnen nähert. Dabei werden auch Sichtachsen in die Räume berücksichtigt, sodass man einen Einblick auch dann bekommt, wenn man den Raum noch nicht betreten hat. Das heißt, ich stehe vor einem Raum, dann wird in dem Raum das Licht schon eingeschaltet. Dahinter befindet sich noch ein Raum und ich kann auch in diesen reinsehen, weil der nämlich auch schon eingeschaltet wird. Wenn ich um die Ecke gehe, wird der nächste Raum aber wieder ausgeschaltet. Das hier ist ein Screenshot der Benutzeroberfläche. Die weiß gestrichelten Ovale und Rechtecke definieren die Zonen, in denen Werke und Räume dann tatsächlich gestaltet werden. Die Daten sind aber nicht nur in Echtzeit verfügbar, sondern sie werden auch für spätere Auswertungen gespeichert. Im Folgenden zeige ich einige schon implementierte Auswertungen. Hier sieht man links etwas, was ich Flow Maps genannt habe. Das kodiert die Bewegung von Besucherinnen. Warme und kalte Farben bedeuten schnelle und langsame Bewegungen. Und die Richtung ist dann auch klar aus dem Fluss erkennbar. Heatmaps auf der rechten Seite kodieren Aufenthaltsdauern. Die beiden Darstellungen zeigen die Ausstellungsnutzung der Sanborn-Ausstellung über eine Woche hinweg. Dann sieht man also ganz gut, wo sich Leute aufgehalten haben und wie sie sich bewegt haben. Hier ist eine Flowmap der Renaissance 3.0-Ausstellung, die gerade am Laufen ist. Und hier die zugehörige Heatmap. Die kann man auch animieren. Das hier ist eine wochenweise Animation über die letzten Monate. Und hier sieht man die Heatmap nochmal im Kontext der Ausstellungsarchitektur. Dann kann man es besser einordnen, wie sie auch auf der Bedienoberfläche des Systems erscheint. Es können aber auch zahlreiche Auswertungen gemacht werden und als Grafik dargestellt werden, also zahlenmäßige Auswertungen. Hier sieht man die maximale und die durchschnittliche Anzahl von Besuchern über den Tag verteilt, als Tageswerte und auch als Wochendurchschnitte. Und sowohl diese interaktiven Grafiken, also die sind interaktiv, ich kann dann auf die einzelnen Punkte gehen und sehe dann auch die Zahlenwerte, sehe, wie viele Menschen genau zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr da gewesen sind. Als auch die Heat- und Flow-Maps werden am Ende jedes Tages und jeder Woche automatisch berechnet. Und man kann sich dann, das hier ist tatsächlich eine Webpage, die Werte auch über beliebige Zeiten ansehen.
Es kann aber nicht nur die Ausstellungsfläche im Ganzen ausgewertet werden, sondern es können auch selektiv bestimmte Bereiche ausgewertet werden. Hier sieht man eine grafische Auswertung der Anzahl von Besucherinnen im Wissensfeld am 21. Mai über den ganzen Tag verteilt. Und man könnte auch bestimmen, wie lange Leute vor einzelnen Wertschildern verweilen. Da dies ein Forschungsprojekt ist, also etwas, was Besucherinnen nicht so geläufig ist, war mir Transparenz sehr wichtig. Also die Besucherinnen sollten wissen, was in der Ausstellung passiert, was diese Stöpsel an der Wand zu bedeuten haben und eine Vorstellung davon bekommen, was mögliche Nutzungsszenarien sein könnten. Über einen Touchscreen können verschiedene Darstellungen ausgewählt werden. Die Bewegung der Besucherinnen definieren ein Feld mit mittleren Bewegungsrichtungen, aus denen man ableiten könnte. Das wird hier mit den roten und grünen Linien gemacht, wohin sich eine Person an einem bestimmten Ort in diesem Feld statistisch gesehen bewegen würde. Hier sieht man auch das Vektorfeld, also das unterliegende Feld von durchschnittlichen Bewegungen, die an diesem Ort stattgefunden haben. Es werden übrigens immer Live-Daten dargestellt. Man sieht sich also selber am Touchscreen stehen. Die Heatmap mit der Warm-Kalt-Kodierung, die habe ich schon angesprochen. Im Zeitraffer werden Besucherbewegungen über mehrere Stunden hinweg dargestellt. Wenn das Ganze etwas langsamer abläuft, dann kann man den Besucherfluss auch ziemlich gut verfolgen. Die Anzahl von unterschiedlichen Besuchern in der Ausstellung pro Viertelstunde kann auch in einer Zeitscheibe dargestellt werden. Es können auch einzelne Besucher an dem Touchscreen ausgewählt werden, also die, die sich jetzt gerade in der Ausstellung befinden, um sich ihre räumliche Erschließung der Ausstellung und die Werke, die sie bisher gesehen haben, anzusehen. Für wen ist das Ganze nützlich oder könnte es nützlich sein? Zum einen natürlich für Künstlerinnen, die das System für eigene Arbeiten benutzen können als Benutzerinterface. Das war die ursprüngliche Motivation von mir, weswegen ich mich mit den Sensoren beschäftigt habe. Die Daten könnten von diesen Künstlerinnen aber auch genutzt werden, um Aufschluss über die Art der Rezeption ihrer eigenen Werke zu geben. Also wie lange befinden sich Leute überhaupt vor ihren Werken und so. Und das ist natürlich auch für Kuratorinnen interessant. Die aufgezeichneten Daten können retrospektiv im Nachhinein Fragen beantworten, wie beispielsweise sind die Besucherbewegungen so, wie ich das gedacht habe? In welcher Reihenfolge werden die Werke überhaupt gesehen? Wie gehen die Leute durch die Ausstellung? Wie lange werden Werkschilder rezipiert? Man könnte also unterschiedliche Arten von Werkschildern generieren und, und dann im Laufe der Zeit gucken, wie werden die oder wie lange stehen die Leute vor diesen unterschiedlichen Arten von Werkschildern? Werden erst Werke oder erst die Werkschilder angesehen? Von wo werden Skulpturen betrachtet? Also immer von vorne oder laufen die Leute tatsächlich rum? Kommen Menschen alleine oder in Gruppen? Und was ist dann so eine typische Gruppengröße? Und als Vorschau könnte man mit Hilfe von KI-Techniken, das haben wir auch geplant, das Verhalten von Besuchern in der Zukunft schätzen, nicht vorhersagen natürlich, aber schätzen, was in der Zukunft passieren könnte. Für Restauratoren könnte die Laufzeit von mechanischen Werken interessant sein und zu welchen Tagen und Zeiten welche Beanspruchungen auftreten. Die ganzen Daten der, wann was gestartet wird, gestoppt wird, die werden natürlich gespeichert und man kann statistische Erhebungen darüber machen. Vielleicht ist das auch für Versicherungen interessant. Das System kann als Forschungstool zur Beantwortung verschiedener Fragen oder Hypothesen dienen, beispielsweise wie nah kommen Besucher den Werken überhaupt? Wie effektiv sind unterschiedliche visuelle Barrieren? Das haben wir auch gemacht. In der Renaissance 3.0-Ausstellung war in einem Raum ein Skulpturenensemble aufgebaut, durch das die Besucherinnen eigentlich nicht hindurchgehen sollten. Aber weil sie es regelmäßig doch getan haben, wurde auf dem Boden ein Band geklebt, was zwar keine mechanische, aber doch eine visuelle Hürde dargestellt hat. Und in der Auswertung sieht man dann in der Kalenderwoche 14 vor der Abklebung, dass ziemlich viele Leute durch die Werke durchgelaufen sind. In der Kalenderwoche 15 rechts nach der Abklebung wird deutlich, dass das schon was genutzt hat. Also einige Besucherinnen gehen immer noch durch die Werke durch, aber insgesamt signifikant weniger. Und als letztes ändert sich natürlich etwas für die Besucherinnen selber.
Insgesamt wird das Museum als responsiver empfunden. Die Beleuchtung kann auch auf die Besucherpräsenz reagieren. Videos und Dokumentation starten mit Besucherpräsenz. Die Lautstärke wird natürlich nur angehoben, wenn jemand tatsächlich da ist, um sich etwas anzuhören. Entschuldigung, insgesamt wird dadurch der Geräuschpegel im Museum wesentlich reduziert. Und auch das, was wir uns schon jahrelang wünschen, nämlich personalisierte Kataloge und auch vielleicht personalisierte Werkschilder, werden damit denkbar. Ein kleines bisschen zu Technik, Hardware und Software. Jetzt können manche Leute weghören. Es ist aber wichtig, zu jedem LiDAR-Sensor gibt es auch eine kleine Recheneinheit, was ein günstiger und kleiner Minicomputer ist, so was wie eine Raspberry Pi, der die LiDAR-Daten über das Hausnetz versendet, also über das Netzwerk versendet. Ein Modul kostet um die 120 Euro, hat eine Reichweite von ca. 9 Meter und wird in einer Höhe von 90 Zentimeter, also Hüfthöhe, angebracht, um Erwachsene und auch Kinder erfassen zu können. Dazu gibt es einen stärkeren Computer, der die Daten sammelt und zusammenführt. Das Ganze wird über eine Web-Oberfläche bedient. Man kann also während der Bedienung durch die Ausstellung laufen mit seinem Webbrowser und da verschiedene Einstellungen machen, beispielsweise aktive Bereiche definieren, in denen dann etwas passieren soll. Jetzt sehr technisch an Datenschnittstellen gibt es natürlich das Schreiben der Bewegung in Dateien, damit man es später auch auswerten kann. Und Sie können in Echtzeit per Open Sound Control, OSC, UDP, WebSocket und MQTT versendet werden. Das sind alles standardisierte Transportprotokolle, die andere Programme auch verstehen können. Datenbanken können die verstehen. Auswertungsprogramme können die verstehen. Es gibt eine Anbindung an InfluxDB. Das ist eine auf Zeitreihen spezialisierte Datenbank. Und für Programmierer ist integriert eine Skriptsprache, also eine eigene leicht zu erlernende Sprache, Lua, die im Game-Kontext, Spiele-Kontext verwendet wird und mit der man sich maßgeschneiderte Lösungen selber programmieren kann. Das Ganze soll im Ausstellungsbetrieb natürlich funktionieren. Also es ist wichtig, dass Werkzeuge für die Wartung und den Betrieb da sind. Das Ganze wird gestartet, gestoppt über eine Webseite. Es gibt eine Web-API, das heißt, das kann man auch automatisieren. Und auf der Webseite hat man mit einem Punkt, der entweder rot-gelb oder grün ist, direkt die Information, alles ist in Ordnung oder da ist irgendetwas schiefgelaufen. Wenn Sensoren ausfallen beispielsweise, wird auf rot geschaltet. Es wird dann, das System versucht dann, die auch automatisch zu reparieren und verschickt, wenn es nicht möglich ist, eine E-Mail an den Administrator, sodass man auch aktiv informiert wird und dann weiß, dass jetzt irgendetwas nicht richtig funktioniert. Das hat in der Renaissance-Ausstellung mit 53 Sensoren, gab es insgesamt 3 Ausfälle. Die sind aber alle in den ersten 3 Wochen gewesen und seitdem läuft das Ganze eigentlich ohne Sensorenausfall. Ganz wichtig ist der Datenschutz, weil da werde ich ja irgendwie durch den, da wird mein Besuch in der Ausstellung nachgehalten. Nicht perfekt, also einen ganzen Ausstellungsbesuch von einer Stunde, das funktioniert noch nicht richtig, aber der wird nachgehalten. Aber da keine persönlichen oder biometrischen Daten erhoben werden und auch niemand identifiziert werden kann, ist das System absolut datenschutzkonform. Das haben wir uns bestätigen lassen. Besucher werden nur geortet, das heißt, ihre Position kann bestimmt werden, aber sie werden nicht identifiziert. Also niemand weiß zu irgendeinem Zeitpunkt, wer dort steht. Man kann jetzt sagen, da laufen Museumsaufsichten, dann weiß man, da kennt man deren Arbeitspläne. Museumsaufsichten können auf Wunsch in den Daten ausgeblendet werden. Man weiß, bei uns ist es zumindest so, dass sie sich bevorzugt an bestimmten Orten aufhalten, auf Stühle setzen und so. Und wenn jemand da eine bestimmte Zeit sitzt, dann wird diese Person als Museumspersonal als auszublenden markiert. Und da wir uns ja auch nur für die Besucherinnen interessieren, ist das für die Auswertung der Daten ein positiver Nebeneffekt. Die Software ist seit November Open Source und auf GitHub verfügbar.
Also wer möchte, kann sie ausprobieren. Man braucht aber eine gehörige Portion technisches Verständnis dafür. Abschließend möchte ich mich noch bei der Kulturstiftung des Bundes bedanken, die die Entwicklung im Rahmen des Projektes Das intelligente Museum finanziell unterstützt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.